Ich darf Sascha Pallenberg noch mal kurz vorstellen. Er ist kein Unbekannter in der Tablet-Szene. Er betreibt nämlich zwei Blogs. Das ist zum einen netbooknews.de und netbooknews.com. Die eine deutsch, die andere englisch. Der eine deutsch, der andere englisch, so muss ich sagen. Er kennt sich also bestens aus in der Tablet-Szene. Wohnt auch in Taiwan am Puls der Zeit. Und sein Vortrag handelt eben schwerpunktmäßig um den bekannten Siegeszug von Android auf den Tablets. Viel Spaß mit Sascha Pallenberg. Ich glaube, das funktioniert schon. Oh, ist laut. Ja, Mahlzeit. Danke für die Vorstellung und vielen Dank, dass ich heute ein bisschen was über Android erzählen kann. Wie gesagt, das sind kurz meine Kontaktdaten, E-Mail und Twitter und netbooknews.com und netbooknews.de mache ich im Moment. Mit den Netbooks geht es ein bisschen weiter nach unten im Moment mit den Verkaufszahlen. Das liegt zum größten Teil an Tablets. Deswegen werden wir im Sommer auf Mobile Geeks kommen und geeks.de umswitchen. Wie schon richtig gesagt wurde, ich wohne in Taipei. Das liegt nicht daran, dass die Gebäude da so klein sind oder ich so groß. Das ist Taipei 101, das ehemals höchste Gebäude der Welt, hat irgendwie so 550 Meter im Moment. Ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Hat ein paar Vorteile, in Taipei zu wohnen. Das ist übrigens ein Nachteil. Da oben wohne ich, da so. Das Problem ist, dass da hinten ist Dschungel. Und da ist so ein kleiner Tümpel drin und so 9 Monate im Jahr hocken da ein paar Frösche drin und die legen irgendwie so abends um 10 Uhr los und hören morgens um 6 Uhr auf. Das Schlimme ist, wenn dann vorne auf der Straße morgens um 8 Uhr wieder angefangen wird zu arbeiten, dann ist ein bisschen schwierig mit der ganzen Schlaferei da. Ein Vorteil ist Beef Noodle Soup. Das ist das taiwanesische Nationalgericht. Stehe ich unheimlich drauf. Aber in Bezug auf Android ist es auch wunderbar, in Taipei zu leben. Das ist so typische Reklame in der U-Bahn. Da wird so einmal in der Woche alles komplett umgepflastert. Das war jetzt gerade Sony-Tablet-Werbung. Da sieht man auch, ist so in Songshou Fuxing einer der großen Knotenpunkte. Dann sieht man die komplette Werbung hier. Ist also Android, Android und noch ein bisschen Android in Taiwan. Marktanteil etwa bei 75% auf dem Smartphone-Markt. Und die Taiwanesen oder der durchschnittliche Taiwanese lädt auch unheimlich gerne Apps runter. Hier ist so eine kleine weltweite Statistik, in welchen Ländern die meisten Apps runtergeladen werden. Und da sieht man Taiwan auf Platz 3. Und also das rappelt da ganz schön in Bezug auf Android. Jetzt fragt sich wahrscheinlich jemand, warum ich hier mit einem Windows-Rechner ankomme auf einer Open-Source-Konferenz. Ich kann schon mal sagen, dass ich auf alle Fälle die Präsentation mit OpenOffice gemacht habe als Entschuldigung. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir viele Videos machen und eine Hardware-Beschleunigung unter Linux ist momentan ein bisschen ein Problem mit aktuellen Intel-Chipsätzen. Das habe ich früher gemacht. Das ist ein Embedded System. Das habe ich so 2004 entworfen. Also hier diese ganze Kiste. Das war damals so ein Mini-ITX-Gerät und ich hatte damals meine eigene Linux-Distribution basierend auf Gentoo gehabt. Die nannte sich EPOS. Leider kam ein Jahr später der Mac Mini raus. Von daher war das dann nicht mehr ganz so erfolgreich gewesen. Aber ansonsten, wie ich schon gerade sagte, ich bin absoluter Fan von Android und das mittlerweile seit 2 Jahren und habe auch ein paar Android-Geräte. So sieht das bei mir aus, wenn ich eine App installiere aus dem Marktplatz und auswählen kann, auf welchem Gerät ich das möchte. Das ist eine Auswahl. Wir haben noch ein paar mehr. Ganz einfach die ganzen Tablets, sehr günstige Tablets und Smartphones, die aus Mainland China kommen, die haben meist gar keine Verbindung zum Google Market. Damit wir wissen, wie das mit den Tablets weitergehen wird, habe ich mir gedacht, ich gebe mal ganz kurz einen kleinen Überblick, wo Tablets überhaupt herkommen. Ich meine, wir alle kennen den Spaß hier. Im Januar 2010, das Apple iPad kommt raus und die ganze Welt bleibt stehen und alle sagen, wow, ein Tablet-PC. Dass es die aber eigentlich auch schon seit ein paar Dekaden gab, das wissen relativ wenige Leute. Und 2006 lustigerweise, das ist ein Samsung ein Digital Picture Frame. Und wenn man sich den so mal anschaut, dann sieht der verdammt nach dem iPad aus. Ne? Also die gleichen Einfassungen etc. Von daher war das ganz lustig zu sehen, wie hier in Deutschland vom Landgericht Düsseldorf dieses Geschmacksmusterdesign von Apple übernommen wurde und gesagt, ihr Samsung, ihr dürft dieses Gerät nicht mehr auf den Markt bringen. Dabei hatten sie das schon eigentlich seit 5 Jahren. Ganz schönes Gerät, 2004, ich glaube, es war 2001, 2002, hat der Bill Gates mal einen lustigen Spruch abgelassen, gesagt, im Jahre 2004 sind 60% aller Notebooks Tablets.
wir alle wissen, es hat nicht ganz so hingehauen. Aber Microsoft war da sehr progressiv gewesen, sehr proaktiv. Das ist ein HP oder ein Compaq, wurde dann nachher von Hewlett-Packard gekauft. Ist ja TC1000, war so ein Convertible gewesen. Und auch hier sieht man, im Grunde genommen ist so das typische Tablet-Design, was wir heute auch vom iPad her kennen. Das könnte ich jetzt noch so weitermachen. Da haben wir zum Beispiel den Knight Rider, das war eine Studie von 1994 gewesen. Da haben sich so ein paar Publisher, ein paar Ingenieure zusammengesetzt und sich einfach vorgestellt, wie werden digitale Medien in der Zukunft konsumiert werden. Und die haben dann dieses Knight Rider Tablet benutzt, was übrigens auch auf diversen Patentstreitigkeiten heutzutage genutzt wird, um gegen Apple zu feuern. Wie gesagt, das können wir jetzt so weitermachen. Keine Angst, ich gehe jetzt nicht ganz so weit mal zurück. Da haben wir noch 1973, das nennt sich Tomorrow People, war mal eine englische Fernsehserie gewesen. Und dieses Tablet hier, was hier unten ist, das ist dann, wie gesagt, mal eben schon fast 40 Jahre alt. Wir könnten noch weiter zurückgehen, aber das erspare ich mir, glaube ich. Gut über 40 Jahre ist das jetzt her. Da hat sich ein Ingenieur und Computerwissenschaftler von Rank Xerox, ein ganz bekanntes Entwicklungslabor im Silicon Valley, wo unter anderem Apple die Maus her hat und die grafische Benutzeroberfläche. Da hat sich jemand hingesetzt, das ist der gute Mann, vielleicht kennt ihn jemand, der heißt Alan Kay, war damals seiner Zeit unheimlich voraus gewesen und hat nicht nur eine ganze Menge schlaue Sachen gesagt, wie zum Beispiel hier, the best way to predict the future is to invent it, sondern der hat auch A Personal Computer for Children of All Ages, 1968 erfunden. Das ist das sogenannte Dynabook gewesen, wo eigentlich alle modernen Tablets heutzutage drauf aufbauen. Das ist ein YouTube-Video, was ich Anfang der Woche gefunden habe, also eine ganz rare Geschichte. Hat man irgendwie ein japanischer Fernsehsender aufgenommen. Insbesondere ist das auch interessant zu sehen, wir hatten ja, glaube ich, vor wenigen Monaten diese Ankündigung von Apple, dass sie jetzt mit ihrem neuen E-Book-Store den Bildungsmarkt aufrollen wollten und der Bursche hat das einfach schon vor 44 Jahren ist er das angegangen, hat sie gedacht, ich entwickle hier eine Art von Tablet-PC, ein interaktives Buch, ein dynamisches Buch für Kinder und für den Bildungsmarkt. Das ist ein ganz interessantes, bekanntes Zitat von Steve Jobs, was auch relativ schnell bestätigt wird, wenn man sich anschaut, was Apple 1989 schon gebastelt hat. Da haben sie nämlich schon 1989 das Dynabook mal eben kurz 1:1 kopiert, haben es aber auch wenigstens noch öffentlich gesagt, dass es Dynabook-Style Portable Computer ist von Apple. Also Apple macht das auch nicht erst seit gestern mit dem iPad, ne? Das ist ein Zitat vom Alan Kay, als der Steve Jobs zu ihm kam und gefragt hat, hör mal, was muss ich denn machen, wenn ich einen Tablet-Rechner bauen möchte? Und der hat im Grunde genommen den Formfaktor des iPads vorgegeben und hat dann halt gesagt, make the screen 5 inches by 8 inches and you will rule the world. Und wir wissen alle, dass wir praktisch ein Monopol vom Apple iPad im Moment haben. Schauen wir uns mal an, was Analysten für den Tablet-Markt 2011 gesagt haben. Display Search haut das so einmal im Quartal raus. Die Statistiken sind vom ersten Quartal 2011. Da kann man ganz gut sehen, wie sich das alles entwickelt hat. Und zwar Whitebox Maker, second highest in global tablet PC market. Whitebox Maker, das sind im Grunde genommen OEMs, die Tablets ohne irgendein Branding herstellen und dann, was weiß ich, nach Medion oder Pearl Computer und durch diese ganzen Kanäle raushauen, die dann ganz einfach gebrandet werden. Extrem günstige Geräte. Da sehen wir ganz einfach, wie innerhalb eines Jahres vom ersten Quartal 2010 bis zum ersten Quartal 2011 die Zuwächse bei den Whitebox-Tablets waren. Display Search hat damals vorausgesagt, dass Apple Ende 2011 nach wie vor die dominierende Firma auf dem Tablet-Markt sein wird, hat 54% vorher gesagt, es sind 59 geworden. Und, ups. So sah das dann ganz genau aus zum Ende des Jahres 2011. Also ca. 45 bis 50 Millionen iPads sind verkauft worden, ca. 25 bis 30 Millionen Android-Pads. Davon waren 5 Millionen Kindle Fire, das haben die mal eben in 6 Wochen rausgerauen.
aber dann haben wir auch die großen Brands, Acer, Asus, Motorola, Samsung, LG, diesen ganzen Schwung. Die haben nur so knapp 5 Millionen geschafft. Aber es sind etwa 20 Millionen von diesen Whitebox-Tablets verkauft worden. Und die sind zum größten Teil eigentlich so in den Mainstream-Medien kaum bekannt geworden, beziehungsweise auch nicht so in der Öffentlichkeit wie natürlich ein iPad oder so ein Kindle Fire. Kennt jemand diese Seite? Alibaba.com ist ein Online-Shop, der für asiatische OEM gebaut wurde. Also wenn irgend hier ein Distributor in Europa ein Smartphone, ein Tablet oder einen kleinen Desktop haben möchte, dann kann er dann einfach da drauf schauen, findet der Hersteller und die sagen ihm sofort, wir können jede Woche x Einheiten herstellen und in 30 Tagen verschiffen wir das dann zu dir nach, was ich, wenn es in Europa sind, nach Amsterdam oder nach Hamburg. Wenn man mal auf Alibaba.com drauf geht und eine Suche nach Tablet-PCs macht, der Screenshot ist jetzt so etwa 6 Monate alt. Ich bin mir sicher, es hat sich inzwischen schon wieder ein bisschen geändert. Ich bin mir nicht sicher, ob man das erkennen kann. Von daher habe ich noch eine Großaufnahme. Eine Suche nach Tablet-PCs haut 261.000 verschiedene Tablets raus, die in Asien gebaut werden. Nur um mal ganz einfach so ein bisschen so die Größenordnung zu veranschaulichen, was da los ist bezüglich Tablet-PCs. Das werden wahrscheinlich jetzt irgendwie so 300.000 sein. Da gehören aber auch wirklich Geräte dazu, die noch von Hand gefertigt werden. Ja? Und die dann einfach ganz klar sagen, pass auf, wir schaffen einfach nur 150 oder 200 Stück davon die Woche zu machen. Das ist zum Beispiel so ein Gerät. Das ist ein 7-Inch-Tablet, hat in etwa fast die Spezifikation eines Samsung Galaxy Tabs, was im September 2010 zum ersten Mal gezeigt wurde, obwohl er jetzt ein bisschen kleinere Auflösung hat mit 800x480, aber hat eine aktuelle CPU, 1,2 GHz ARM Cortex-A9, hat eine Mali 400 GPU, das ist die gleiche GPU, die man auch so aus dem Samsung Galaxy S2 kennt, also Grafikperformance auf alle Fälle da, 512 MB RAM, 4 GB Flash, HDMI-Ausgang für 1080p und der ganze Spaß kostet $60. Das sind völlig andere Märkte, von denen wir wahrscheinlich relativ wenig mitbekommen. Und deswegen sehe ich es ganz einfach auch so, dass diese Einstiegstablets die Art und Weise, wie wir heute diesen Mobile Computing Markt definieren, grundlegend verändern werden. Vielleicht nicht unbedingt bei uns in den westlichen Märkten, aber das ist relativ uninteressant dann für einen globalen Hersteller. Man muss sich einfach mal vorstellen, was mit diesen Kids passiert, wenn die ein 50 oder 60 Dollar Tablet bekommen. Vielleicht ist das 35 Dollar Tablet aus Indien bekannt. Das ging auch mal durch die westlichen Medien. Ist also auch vom indischen Staat ordentlich subventioniert worden. Die hatten schon mal so Anfang dieses Jahrtausends erste Versuche mit so einem Volks-PC gehabt in Indien. Jetzt ist es dieses 35 Dollar Tablet. So in den Händen von diesen Kindern wird so ein Tablet automatisch der erste PC, den sie haben. Es wird ebenfalls der erste E-Book wieder sein. Das erste Smartphone, das erste TV-Gerät, das erste Radio und auch die erste Spielekonsole. Und was unheimlich wichtig ist, auch bei Smartphones, es wird die erste Kamera sein. Das ist also etwas, was sich damals das OLPC-Projekt auch so ähnlich gedacht hat. Na, wir wollen, das war glaube ich 2005 oder 2006, als sie sagten, wir bringen 99 $ Laptop raus und alle haben gesagt, das ist unmöglich. Letztendlich ist es heutzutage möglich. Das OLPC-Projekt switcht gerade auch rüber auf ein Tablet-PC. Also, da werden diese 60-Dollar-Rechner auch zum größten Teil hin verkauft. Also, wir reden hier über Märkte in Indien, wir reden über Mainland China, wir reden vielleicht über Russland, Südamerika zum großen Teil und natürlich auch Afrika. Und wie gesagt, im letzten Jahr waren das etwa 20 Millionen Einheiten. Also, das ist ein Riesenschwung. Und natürlich laufen die alle auf Android. Jetzt habe ich auch geschickt die Kurve bekommen, weil ich wollte eigentlich über Android auf Tablets reden. Tablets 2011, wie haben die damals ausgesehen? Habe ich mal so eine kleine Zusammenfassung gemacht. Das sind so diese typischen Premium-Hersteller-Tablets, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Wir haben dann hier so ein iPad Slider und so ein Acer Iconia Tab. Das ist ein iPad Memo Transformer. Hier oben haben wir ein BlackBerry Playbook, der natürlich nicht auf Android läuft, sondern auf TabletOS. Da haben wir nochmal so ein LG 3D-Ding und ja, das HP Touchpad, was extrem günstig verkauft wurde, weil es sich davor überhaupt nicht verkauft hatte. Da kann man aber mittlerweile auch Android drauf installieren. Da gibt es einen CyanogenMod für
und das läuft alles wunderbar. So sah das bei den großen OEMs im letzten Jahr aus. Wie sieht das in diesem Jahr aus? Ich habe mal ein paar aktuelle Geräte zusammengefasst. Eins habe ich unter anderem auch mit. Das ist hier dieses Samsung Galaxy Tab 7.7. Extrem kompaktes Gerät, toll verarbeitet, hat vor allen Dingen Super AMOLED Plus Display. Das bietet momentan kein anderes Tablet auf dem Markt. Hier oben haben wir das neue Acer Iconia A700. Das läuft mit einem Tegra 3 Prozessor, einem Quad Core. Das Gerät wird ein absoluter Knüller werden. Das ist das Asus Pad Memo. Es wird $249 kosten, wahrscheinlich in Deutschland ein bisschen günstiger in Euro und hat schon Quad-Core-Prozessor eingebaut und das dürfte sich verkaufen wie geschnitten Brot. Interessantes Gerät hier unten, das ist das Samsung Galaxy Note 10.1. Galaxy Note, dieses große Telefon ist vielleicht ein Begriff. Die haben dieses Konzept jetzt übernommen, haben das ein bisschen aufgepumpt auf 10.1 Display, hatten einen druckintensiven Touchscreen mit 256 Druckstärken und ja, jemand, der gerne malt und so weiter, der ist, glaube ich, damit ganz gut bedient. Ebenfalls super interessantes Gerät ist das Padphone von Asus hier. Das ist eigentlich ein 3-in-1 Gerät. Also ich kann oben das Telefon, das ist ein 4.3-inch Smartphone, mit einem Snapdragon S4 Prozessor, also Dual Core. Das kann ich dann hier in so eine Docking Station reinpacken, dann wird es zum 10.1-inch Tablet und dann kann ich das Tablet noch selber in eine Tastatur Docking Station reinpacken. Was wiederum da interessant ist, ist, hier ist ein Akku eingebaut und hier ist ein Akku eingebaut. Backe ich dann das Tablet rein, hat das Telefon ungefähr so die fünffache Akkulaufzeit, backe ich dann das Tablet noch mit in den Docking Station rein, sind wir bei der neunfachen Akkulaufzeit. Ja, also wirklich ein tolles Konzept. Was auch ganz interessant ist, ist hier das Huawei MediaPad 10 FHD. Ist gerade auf dem Mobile World Congress in der letzten Woche vorgestellt worden und ist das erste 10-Inch-Tablet, was wirklich aus Mainland China kommt und was rein von der Verarbeitungsqualität auf jeden Fall auf dem gleichen Level ist wie diese traditionellen OEMs. Das hat ein schönes IPS-Display mit einer Auflösung von 1900x1200, also da kann man ohne Probleme 1080p-Videos drauf anschauen, ist in so einem gebürsteten Aluminium reingepackt mit 3G und die haben ihren ersten eigenen Quad-Core-SoC drin, der von Huawei entwickelt wurde. Da kommen wir dann auch gleich zu den SoCs. SoC ist der Name im Begriff als System on Chip, also das beschreibt im Grunde genommen die CPU und die Grafikkarte, die wir innerhalb eines Smartphones oder eines Tablets haben. Das waren so die vorherrschenden Plattformen im letzten Jahr. Wir haben hier oben das Nvidia Tegra 2, TIO mit der 4er-Serie, Samsung Exynos und der Snapdragon von Qualcomm. In diesem Jahr sieht das ein bisschen anders aus. Es gibt jetzt viele Quad-Core-Geräte, Nvidia Tegra 3 ist sehr groß, die Freescale IMX 6 Series wird auch mit Quad-Core rauskommen. Samsung denkt mit dem Exynos noch drüber nach, obwohl das hier 5250, das wird ein Dual-Core-Prozessor sein, der auf dem ARM Cortex A15, das ist die nächste Stufe der ARM Cortex-Entwicklung, laufen wird. Und dann da oben haben wir nochmal einen Qualcomm Snapdragon S4. Die Geräte kann man von der Performance heutzutage vergleichen, etwa mit einem Desktop-PC von vor 6 oder 7 Jahren. Der Unterschied ist, der Desktop-PC vor 6 oder 7 Jahren hat sich mal eben kurz 150 Watt reingeschnasselt. Die liegen dann irgendwie so bei 2 oder 3 Watt. Und man kann sie natürlich auch noch mitnehmen. Ja, was ganz wichtig ist, es wird sich in diesem Jahr fundamental was ändern. Denn zum ersten Mal wird x86 für Smartphones und für Tablets angeboten werden. Intel hat es seit Jahren versucht. Den ersten Prototypen hatte ich so vor 3,5 Jahren mal in der Hand gehabt. Der war dann auch so dick, sah aus wie so ein Nokia Energizer-Telefon, irgendwie so Ende der 90er. Hatte wahrscheinlich aber nicht ganz so lange Akkulaufzeit. Das ist ein Intel Atom Medfield Z2460. Wird in diesem Jahr in Smartphones verfügbar sein, aber auch in Tablets. Zum Ende des Jahres wird Intel 3 neue Intel Atoms rausbringen und reden davon, dass Smartphones für unter $150 mit x86 CPUs hergestellt werden.
Die haben es in den Griff bekommen bezüglich der Verbrauchsleistung von diesen Geräten. Das war das allergrößte Problem. Intel hat zwar immer ordentlich Performance gehabt und x86 hat gerade auf der Performance-Seite unheimlich viele Vorteile gegenüber ARM-Prozessoren. Da müssen die Jungs von ARM also noch schwer aufholen. Aber jetzt haben das mit der Verbrauchsleistung in den Griff bekommen und in diesem Jahr kann man davon ausgehen, dass in der zweiten Jahreshälfte unheimlich viele Geräte, Tablets, Smartphones mit Intel-Prozessoren rauskommen werden. Jetzt kommen wir zum ein Thema, was eigentlich so im letzten Dreivierteljahr so aufgekommen ist. Ich glaube, es vergeht keine Woche mehr, indem wir nicht in der Zeitung irgendwie lesen, das Gerät wird irgendwie abgemahnt und darf nicht mehr verkauft werden. Und Landgericht XY hat gerade festgestellt, dass Hersteller so und so das Tablet in der Form nicht mehr verkaufen kann. Ist der Mann hier ein Begriff? Der ist relativ bekannt geworden in den letzten 9 Monaten. Und zwar macht er einen Blog, das nennt sich fosspatents.blogspot.com. Das ist Florian Müller, das ist ein deutscher Lobbyist, der lustigerweise seinen Blog genannt hat Free Open Source Software, aber lobbyiert für proprietäre Software. Also der gute Mann wird von Microsoft bezahlt, hat eine Nische besetzt, keine Frage, wird auch von deutschen oder von Mainstream-Medien immer sehr, sehr gerne zitiert, weil er wirklich diesen Patentkampf sehr detailliert beschreibt und verblockt. Das Problem ist ganz einfach, dass er auch entsprechend dafür bezahlt wird, unter anderem von Microsoft, die nicht ganz so viel Interesse daran haben, dass Android-Tablets sehr erfolgreich werden oder Android-Smartphones. Das Lustige dabei ist, eigentlich sollten sie Interesse daran haben, weil momentan macht Microsoft mit den Lizenzgebühren von Android, von Samsung etc. mehr Geld als mit ihr Windows Phone selber. Hier sind so ein paar lustige Aussagen von dem Florian Müller, die in persönlichen Diskussionen, die ich mit ihm online geführt habe, nachdem er mich dann, als ich ein bisschen zu viel nachgefragt habe, dann auch auf sämtlichen Plattformen geblockt hat. Sind so ein paar ganz interessante Geschichten dabei, indem er ganz einfach sagt, wenn man das Ganze objektiv betrachtet, dann wird Android diese ganze Geschichte verlieren. Und das ist eine Aussage, die er im Stern getätigt hat. Er sieht also in Zukunft einen dreistelligen Lizenzbetrag bei jedem Smartphone. Und das ist alles ganz interessante Geschichte. Übrigens, diese Aussage kam im Guardian. Da hat Motorola gerade den Patent oder eine Gerichtsverhandlung gegenüber Apple verloren, wegen dieses Slide-to-Unlock-Patents. Also es hat wirklich jemand, ein US-Gericht hat gesagt, okay, wir lassen diese Slide-to-Unlock-Funktion patentieren. Das haben sie dann hier vom Gericht in Deutschland genutzt. Und das hat dann der gute Florian Müller gleich mal als eine fürchterliche Attacke auf Android angesehen und sieht dann also die ganze Android-Geschichte schon den Bach hinuntergehen. Dabei war das dann irgendwie für Motorola ein 80-Kilobyte-Patchchen so rübergeschossen haben, over the air. Und dann ist dieses blöde Slide-to-Unlock-Ding auch schon vorbei. Ganz wichtig, das ist eine Aussage, die er getroffen hat in einer hitzigen Diskussion mit mir. Eine der wenigen Diskussionen, denen er sich gestellt hat, dass Gerichte weltweit kontinuierlich Android-Plattformen verbannen würden, beziehungsweise die Verkäufe stoppen würden und dass sie im Grunde genommen seine Position, seine Perspektive dadurch bestätigen würden. Inzwischen wissen wir, dass nicht ein einziges Android-Gerät jemals weltweit verbannt wurde, beziehungsweise einen entsprechenden Verkaufsstopp aufgrund von Android gegeben hat. Die Sachen, die wir hier in Deutschland hatten mit diesem Samsung Galaxy Tab 10.1, das lag an dem Design des Gerätes, also an dem Hardware-Design, das hat überhaupt nichts mit Android zu tun. In den Niederlanden gab es mal so eine Geschichte, da hat ein Gericht in Den Haag entschieden, dass die Galeriefunktion von Android mit einer Animation so nicht übernommen werden dürfte. Die hatten dann 4 Monate Zeit, das zu updaten, das haben sie relativ zügig gemacht. Wie gesagt, das sind dann ein paar Kilobyte große Patches und dann ist die Geschichte vorbei. Ist also ganz interessant zu sehen, wenn Sie nächstes Mal darauf achten, sehen das in den Nachrichten oder sehen das in den typischen Mainstream-Medien. Der Florian Müller schickt dann immer große Massen-E-Mails an die Journalisten mit vorgefertigten Statements. Die werden dann auch gleich bei Copy und Paste übernommen, weil die lesen sich ja nicht großartig durch. Ist gut zu wissen, dass der gute Mann ganz einfach von Microsoft bezahlt wird.
das ist die Aussage, und das ist, glaube ich, schon mein letzter Slide, die ich zum ersten Mal auf der DroidCon 2011 getroffen habe, indem ich sagte, zum Ende des Jahres 2012 wird Android mehr als 50% des Tablet-Marktes einnehmen. Ich wurde damals böse auseinandergenommen dafür. Bis zum Ende des Jahres 2011 hat Android so um die 40% des Tablet-Marktes eingenommen. Und bis zum Ende diesen Jahres werden das locker 50% werden. Was unter anderem natürlich auch daran liegt, was ich Ihnen gerade vorher gezeigt habe, diese extrem günstigen Tablets, da kann sich also keiner vor schützen. Das ist es im Grunde genommen schon. Kurzer Überblick über Android Tablet Market, wo Tablets herkommen. Und wenn jemand Fragen hat, da ich so schnell war, habe ich jetzt eine ganze Menge Zeit, die zu beantworten. Es wurde ja vor kurzem das neue iPad, nicht das iPad 3, vorgestellt. Jetzt ist bekannt geworden, dass LTE, der LTE-Standard, der dort verbaut wurde, in Deutschland nicht unterstützt wird. Denkst du, dass das wieder eine Chance ist, dass die Android-Tablets in Deutschland oder im europäischen Markt auf jeden Fall noch stärker vorankommen? Das ist eine gute Frage. Das iPad, das wird sich so oder so verkaufen, ob das LTE-Modul da drin ist oder nicht. Die machen lustigerweise auf ihrer Webseite mit LTE Werbung. Na, übrigens sind das nicht nur die Deutschen, in Australien haben sie auch diese 1800 MHz Frequenz und da läuft das LTE-Gerät auch nicht. So oder so, es ist völlig unabhängig. Du musst diesen Tablet-Markt bis 500 Euro betrachten und alles, was darüber hinausgeht, ist halt Apple-Land. Und da verkaufen diese iPads und natürlich bei ihrer wahnsinnig großen Fanbase. Ob Android erfolgreicher dadurch wird, dass jetzt LTE bei dem iPad nicht funktioniert oder doch funktioniert, das sei mal dahingestellt. Android wird erfolgreich sein auf dem Tablet-Markt, weil es Android ist und weil es eine wahnsinnig große Auswahl gibt und weil es einfach viele verschiedene Konzepte gibt, die so im Moment bei Apple nicht gibt, die vielleicht mit Windows 8 Tablets kommen werden, wenn wir über Hybriden reden und diese All-in-One-Geräte, diese modulare Konzepte. Ich glaube, Android wird aufgrund der Tatsache, dass es Android ist, erfolgreich sein und nicht, weil Apple irgendwie mal wieder Murks gebaut hat. Danke, Sascha. Gibt es noch weitere Fragen? Das war jetzt eine relativ ausführliche Betrachtung für Tablets 2012 von der Hardware-Seite her. Wie sieht es softwaremäßig mit Android aus? Wie stark wird er für Tablets weiterentwickelt? Welche Priorität haben Tablets bei Google? Wir haben ja jetzt, nachdem wir Android Honeycomb hatten, wo sie dann ja auch lustigerweise nicht den Quellcode so veröffentlicht haben, das hatte wohl schon seinen Grund gehabt, weil das war so eine Zwischenstufe gewesen. Ne? Mit Ice Cream Sandwich hast du einfach den großen Merger zwischen oder für Tablets und Smartphones. Es wird nicht mehr unterschieden zwischen einer reinen Tablet-Entwicklung und einer reinen Smartphone-Entwicklung. Das heißt, Google möchte ganz einfach, dass die Apps von den Entwicklern eigentlich auf beiden Plattformen laufen. Und wenn wir uns die aktuelle Smartphone-Entwicklung anschauen, du kannst heute Smartphones mit 1280x720er Auflösung kaufen. Und das wird noch mehr werden. Wir werden Smartphones im 5-Inch-Bereich mit 1080p Auflösungen sehen. Das heißt, da braucht man nicht mehr unterscheiden, weil auch die Hardware von der Performance her die gleiche ist. Das heißt, also da sind auch Dual-Cores und Quad-Cores drin, genauso wie in den Tablets. Also Ice Cream Sandwich war sehr wichtig gewesen. Die nächste Version ist dann Jelly Bean, die dann irgendwann zum Ende des Jahres kommen wird. Aber Google unterstützt beide Plattformen gleich stark, unterscheidet da nicht mehr großartig. Noch weitere Fragen? Ja, ich hätte aber eine Frage zu Viren und Android. Also in Halle 12 ist es ein Riesenthema. Was kann man dazu sagen? Welcher Antivirenhersteller macht das da zum großen Thema? Alle. Ganz genau. Eigentlich hätte ich das damit schon beantwortet, weil das müssen sie ja machen. Die müssen ja auch irgendwo ihre Software verkaufen. Ne? Lustigerweise kommen halt diese Aussagen immer zum größten Teil von Antivirenherstellern. Es gibt ein Problem. Ich will nicht unbedingt sagen, dass es ein Problem ist. Der Android-Market, oder jetzt heißt es ja Google Play, ist extrem offen. Das heißt, wenn ich eine App habe, lade ich die hoch, 20 Sekunden später ist die da. Und dann können Leute die runterladen. Das öffnen natürlich Leute, die Malware in den Shop stellen, Tür und Tor. Ich glaube, letztendlich ist einfach wichtig, dass derjenige, der so ein Gerät bedient, da wirklich vernünftig mit umgeht und sich nicht irgendwelche Sachen runterlädt, von denen er sich nicht ganz sicher sein kann, ob das irgendwie Malware oder so weiter enthalten kann.
wenn man bei großen Publishern sich seine Apps abholt und bei Entwicklern, die auch eine entsprechende Historie selber haben in dem App Store, dann gibt es da auch überall, gibt's da genauso wenig Probleme mit wie mit jedem anderen Betriebssystem. Aber es ist nach wie vor, ist nochmal, es ist natürlich weitaus eher bei so einer so offenen Plattform wie Android gegeben, als zum Beispiel bei einer iOS-Geschichte. Also erstmal danke für deine unermüdliche Videoarbeit von Messen und Unboxing, die wir bestimmt seit 2 Jahren schauen. Und jetzt die Frage, du sagst, es gibt den Premium-Bereich für Tablets und den Low-Cost-Bereich. Mhm. Im Premium-Bereich siehst du eher das als Nullsummenspiel, wo iOS verlieren muss, damit Android gewinnen kann? Oder ist es eh so jenseits von Gut und Böse, dass die Leute einfach mehrere Tablets kaufen und das Wachstum praktisch unbegrenzt ist? Das ist relativ schwierig im Moment zu sagen. Wir wissen noch nicht genau, wie schnell Tablet-User von einer Generation zur nächsten upgraden. Und nochmal, da ist iOS ein schlechtes Beispiel, weil sie ganz einfach einen ganz anderen Fan-Hype um solche Sachen immer generieren. Das sind also nicht unbedingt die rationalen Kaufentscheidungen beim Apple iPad, sondern das kauft man, weil es die anderen sich auch kaufen. Deswegen stellen die sich ja auch 3 Tage vorher schon vor so einem Laden an. Ich kann mir vorstellen, dass auch in diesem Premium-Bereich es Android-Tablets geben wird. Weil dieses Samsung Galaxy Tab 7.7, was ich gezeigt habe, das ist nicht günstig. Das kostet mit 3G auch 650 Euro oder so und wird wahrscheinlich auch in den 700-Euro-Bereich reingehen. Aber es sind ganz wenige Hersteller, die das wirklich liefern können. Samsung ist so einer, das ist eine Premium-Marke. Die sind auch klasse verarbeitet, aber das war es dann auch. Das ist Samsung, Sony vielleicht noch zum Teil und dann ist es Apple. Und ansonsten wird in dem Bereich wahrscheinlich es recht schwer werden für Android, sich da zu positionieren. Da werden wir eher weitaus mehr Wettbewerb von neuen Windows 8 Tablets sehen zum Ende des Jahres. Zeit für 1-2 Fragen hätten wir noch. Gibt es noch jemanden, der eine Android-spezifische Frage hat? Nein? Dann vielen Dank, Sascha. Gerne. Wir Danke. Machen eine kleine Umbaupause. Applaus hat er verdient. In kurzer Zeit geht es dann weiter mit dem Thema Linux at Home.